Ja, das ist natürlich für uns immer ganz spannend. Wir haben ein sehr hartes Wettbewerbsumfeld, sehr hart umkämpft. Wir haben da die Führungsposition zu verteidigen und das muss man natürlich erstmal schaffen. Und ich meine, das ist uns mit Anwendung dieser Technologien gelungen. Aber es ist natürlich ein hartes Stück Arbeit. Die Konkurrenz schläft nicht, bietet auch viele technische interessante Optionen an. Aber bei uns geht es darum, mit der Technik, die wir vorhanden haben, das Bestmögliche rauszuholen, also das Integrationsergebnis. Ja, beim Fahrwerk vom Fünfer, da greifen wir zurück auf die Architektur, die im Siebener letztes Jahr präsentiert worden ist. Wir haben hier ein Fahrzeug mit die Technologien Variable Dämpferkontrolle. Wir haben eine Integral-Aktivlenkung, eine Allradlenkung sozusagen, die erstmals auch in Kombination mit X-Drive erhältlich ist. Und wir haben auch ein adaptives Wanksystem, was auch die Rollbewegungen des Fahrzeugs unterdrückt. Ja, die neuen Innovationen sind das X-Drive in Kombination mit IAS. Das ist erstmalig da. Wir haben erstmalig einen Adaptive Mode bei Fahrzeugen mit einer geregelten Dämpfung. Das sind so die wesentlichen Neuerungen, die wir gegenüber dem Vorgänger haben. Adaptive Mode ist eigentlich ein Mode, wenn Sie die anwählen, dass Sie eigentlich für die beliebige Fahrzeugsituation oder Fahrsituation, worin Sie sind, die optimale Fahrwerksabstimmung haben. Und das wird ermittelt anhand von Daten, die über GPS zur Verfügung gestellt werden, als auch über das, was das Fahrzeug erkennt bezüglich Fahrstil. Also wo fahre ich, wie fahre ich und das wird dann bestmöglich eingestellt. Ja, wir haben durchaus einige Sachen nochmal geändert. Wir haben eine elektrifizierte Lenkung auch beim Allrad. Wir haben ein anderes Dämpfersystem jetzt drin. Wir haben die Achsen ein wenig modifiziert. An der Vorderachse haben wir eine Kinematikanpassung durchgeführt und an der Hinterachse haben wir ein neues Achskonzept, was wir jetzt eingeführt haben, was die Achse leichter und steifer macht.